Hallo, hier ist der Georg und ich wollte euch heute auf einen Gartenrundgang mitnehmen, weil ich und meine liebe Frau, wir wollen unseren Garten in einen Dreizonengarten nach Markus Gastel umbauen. Als erstes sehen wir hier eine Idee, die ich aus der Permakultur bekommen habe, die ja auch Teil des Dreizonengartens ist, nämlich sich Sachen, die man häufig braucht, auch in die Nähe zu holen. Wir befinden uns gerade hier auf der Terrasse. Das ist das neue Hochbeet. In den Blumenkästen hier wächst Thymian, Petersilie, Estragon, Oregano, Schnittlauch und so weiter. Das heißt, wir haben das alles ganz nah und verwenden es auch seitdem sehr viel häufiger beim Kochen. Dann habe ich hier diese Pflanzkübel noch voll mit Radieschen, Karotten und Kresse. Ja, hier ist noch Baustelle. Gehen wir mal von der Terrasse runter. Das hier ist so der Bereich, dem noch ganz viel entstehen wird, nicht nur Spielgeräte für die Kinder. Ja, man sieht vielleicht, dass unser Rasen sehr, sehr viel Klee enthält. Das führt dazu, dass wir hier eigentlich immer eine große Anzahl an Hummeln und anderen Tierchen haben. Bienen, Honigbiene. Ja, hier hinten lasse ich eigentlich seit letztem Jahr das Gras bis Ende August stehen. Dadurch hat sich hier auch schon ein bisschen was gebildet an Blumen. Hier sieht man schon das Leben. Ja, hier beim zweiten Apfelbaum sind viele Glockenblumen. Hier ist unser Holunder. Der ist noch ganz klein. Das hier ist eine Felsenbirne. Unser Sauerkirsch. Das hier ist unsere Kornellkirsche. Ja, und hier mein erstes großes Naturmodul, ein Käferkeller mit viel Totholz. Hier hinterm Zaun unser Nutzgarten. Hier oben eben mit vielen Beeren. Hinter den Beeren als Hecke Berberitze und Schlehe. Drüben noch die Himbeeren und der Rhabarber, den wir schon zum größten Teil geerntet haben. Hier vorne eben sehr viel Erdbeeren, drüben die Tomaten. Den Mangold haben wir jetzt mal schießen lassen. Hier Gurke und da drüben noch einiges, was zu tun ist. Und unten im Kompost zwei Kürbisse. Ja. Ja, und hier in dieser Wiese, da werden wir noch einiges für Insekten tun. Hier hinten wächst unsere Brennnessel. Hier ein kleiner Steinhaufen, den ich mal angefangen hatte, bevor ich ja von diesem Hortus-Netzwerk erfahren habe.
Da unten ist noch eine Zisterne, eine alte Mistgrube. Kann man nicht mehr betreten. Das Holz ist schon nach 5 Jahren morsch. Hier unser Reisighaufen. Richtig überwuchert. Ja. Damals dachte ich auch, dass so ein Sektenhotel eine sinnvolle Sache sei. Gut, einige der Röhrchen sind auch bewohnt, aber heute würde ich das anders machen. Da hinten nochmal eine Badewanne, die ich mit Holz verkleidet habe, um Wasser zu sammeln. Und hier draußen eben unser Materiallager mit altem Holz, also alten Dachstuhl, Betonplatten, da unten Steine, die wir hier gesammelt haben und ein bisschen Totholz, mit dem ich noch was anfangen möchte. Und ja, die Phacelia, die ist auch immer faszinierend, wie viele Bienen und Hummeln sich daran herumtreiben. Ja, das war die Bestandsaufnahme. Versuchen halt schon länger die Artenvielfalt in unserem Garten groß zu kriegen. Aber tja, wenn man das einfach nur versucht, dann weiß man halt doch vieles nicht. Und jetzt mit dem Drei-Zonen-Garten, dem Wissen vom Hortus Insectorum, ja, da weiß man dann halt schon, wie man vielleicht doch das Ganze anders angehen könnte und etwas geplanter und dadurch wahrscheinlich auch erfolgreicher. Wir werden sehen. Das war jetzt mal der Gartenrundgang für heute. Und mit einem Blick auf die Spielhäuser verabschiede ich mich. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.